haben Sie mitbekommen vor der Verfolgung der Juden? Ja, ganz Schlimmes. Zum Beispiel, ich wollte ein Kleid den Mädchen von Hohensoms nähen. Die hatten an zwei Stellen einen Acker neben uns. Und der Vater hat uns öfter mal mit seiner Maschine was abgemäht, mit seiner Maschine unseren Kühen, gell? Und dann sagte der immer, ich will mich bücken, dass mich die nicht erkennen, die im Auto sitzen, sonst seid ihr auch noch dran. Wir wären denn auch noch dran, weil wir zu den Juden gehalten haben. Die waren doch Menschen wie wir auch. Und da kam ich hin und wollte die holen, weil sie nicht kamen zur Anprobe. Wir hatten uns im Feld verabredet, in einer Schonung. Und sie kamen nicht um 10, da läutet es bei uns 10, war sie nicht da, da war ich 11 Uhr. Da dachte ich, da muss was passiert sein, da muss ich mal hochgehen. Da musste ich schieben natürlich. Und wie ich oben bin und gucke in den Hof, da sehe ich eine Plombe am Haus, an der Haustüre. Oh, da fiel schon Schrecken auf mich. Dann macht die Nachbarin das Fenster auf und sagt so frech, die seien heute Morgen geholt worden. Verstehen Sie mich? Geholt worden. Die wären heute Morgen geholt worden. Und ich habe gehört, dass sie mit dem Handwagen geholt worden sind, mussten alles zurücklassen. Wir hätten ihnen gerne geholfen, wir wussten nicht, wo wir sie verstecken sollten. Konnten wir nicht. So, und da habe ich gesagt, und warum sind die geholt worden? Was hatten die gemacht? Ei, das seien doch jeder, hat sie gesagt. Also Juden. Und da wollte ich sagen, und was seid ihr? Christen könnte keine sein, sonst würdet ihr mir das als Nachbarn hier nicht so sagen. Aber ich habe Mund gehalten. Ich wollte ja auch nicht ins KZ, gell? Ja, man musste ja auch still sein, sonst wäre mir ja auch hingekommen. Ich war aus dem Krankenhaus entlassen, weil ich krank war. Und dann ist das Judenmädchen unten am Bahnhof und spricht mit mir. Da hat sie ihren Stern schon angehabt, als sie von Frankfurt aus der Judenschule kam. Und da haben mich die Leute sogar ganz giftig angesehen, auch die Wetzlarer. Ich kannte die nicht, die mich so angesehen haben. Die haben mich so ganz und haben auch Bemerkungen gemacht, dass ihnen das nicht gefallen hat, weil ich mit der gesprochen habe. Ich habe mich da nicht dran gestört, konnte mir nicht verbieten, gell? Die haben das schon gewusst. Die haben das alle gewusst, weil die trugen ja einen Stern, Judenstern. Und wer da mit denen gesprochen hat, der war dann gleich ein Feind gegen die Nazis. So war das hier, so richtig dumm. Also nicht denkend, nicht mitdenkend, nicht mitfühlend und mitdenkend, war nicht mehr menschlich. So ist die Zeit geblieben und noch schlimmer ist sie geworden, bis jetzt, immer noch. Immer. Früher war es besser, da waren die Menschen einiger. Fühlen Sie sich manchmal schuldig? Was? Fühlen Sie sich manchmal schuldig? Schuldig? Ja, natürlich waren wir mit schuldig, aber was wollten wir machen? Wir waren schon schuldig. Wir hätten alle aufstehen müssen, aber es waren nur Einzelne, die aufgestanden sind und die kamen weg. Es wurde eine Diktatur, ist das. Die Frau hat die Mutter von der Tochter, die ich da kannte, die war damals 12 Jahre, bis sie weg musste. Die hat immer gesagt, was wird es denn mal aus unserer Tochter geben und aus meiner Mutter, die lebte dann auch noch. Die habe ich ja nicht persönlich leider kennengelernt. Aber von der sollte ich einen Mantel umändern zum Kleid für die Tochter, weil es ja auch nichts zu kaufen gab. Es war ja eine schlechte Zeit. Und da habe ich viel umgeändert, von alt neu gemacht, also anders gemacht, damit sie passten, die Kleider. Ja, das war so. Absolut nicht. Wer das sagt, das ist ein Lügner. Und der ist da ganz schlimm. Der weiß das, entweder weiß es nicht oder verleugnet es. Das wäre schlimm, wenn es verleugnet. Haben Sie mal mitbekommen, dass Juden abtransportiert wurden? Ja, gehört nicht, gesehen nicht, aber gehört und gelesen in der Zeitung. Ich habe ja auch dann die Betzlarer Zeitung gehabt. Und da haben wir so eine Frau hier geholt, die war Oma schon. Und die haben sie dann auf den Wagen, der wurde noch ziemlich mit der letzten geholt. Die ersten waren schon weg, die waren schon geholt worden in Wetzlar. Hier sind auch schöne Häuser noch in Wetzlar hier oben, wo die Juden gewohnt haben. Ja, das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch von dem, wo die sind.
ja, wo sind die jetzt, wie heißt das dann? Also vom Goldfischteich nicht weit weg, da oben raus. Ich kann Ihnen jetzt nicht die Straßen genau sagen. Also ich weiß nur, von der Zeitung, wo ich es gelesen habe, habe ich das erfahren. Warum wurde die Frau verspottet? Warum die verspottet wurden? Ja. Uiui, ajo. Weil sie so Hass gegen die hatten. Sie hatten Hass gegen die Juden und glaubten, alle Juden wären schlecht. Die Juden waren nicht schlechter wie die anderen, wie die Christen auch. Da gab es schlechte und gute drunter. Und es gibt viele weise Juden, sagten wir dazu, die nicht Juden waren von der Geburt her, sondern die waren schlimmer manchmal wie die Juden. Also ich kann nicht Schlimmes über die Juden sagen. Da gab es natürlich auch Schlimme drunter. Ja, das ist wahr. Aber die konnten ja keinen anderen Beruf lernen. War ja in der Zeit, ich glaube, es war in der Zeit vor uns da, damals, wie heißt die noch? Die Mittelalter, genau. Durften die keinen Beruf lernen. Dann mussten die entweder Geschäfte treiben oder studieren. Und dann haben die viele haben studiert und viele sind Schriftsteller geworden, die ich sehr gerne lese. Und ich lese aus den Schriftstellern heraus, dass die Menschen mit Herz waren. Viel besser wie die Nazis, das kann ich Ihnen sagen. Und wenn ich jetzt darauf was hören sollte, dass ich mich über die Nazis hier beschwert habe, dann möchte ich doch nicht, das möchte ich nicht hören, aber das antworten würde ich schon. Ich habe von meiner Mutter gehört, wie die noch junges Mädchen war. Da war ein Jude, der hat meinem Großvater viel Futtermittel geliefert, was er gar nicht alles bestellt hatte. Und er konnte es nachher nicht bezahlen. Da war das Kalb im Leib schon dem Jude. Wie das geboren wurde, wurde das gleich dem Jude schon gegeben. War das gar nicht mehr dem Großvater, weil er so viel Schulden bei dem Juden hatte. Das war die schlechte Seite von den Juden.